Ist auch noch Kohle an der Steilwand, wo ich ganz schnell runterfliege und mir die Knochen breche. Ich glaube, in diesen Höhlen, da wären wir noch. Ach, da ist ja schon wieder ein Creeper. So, in der gleichen Stelle. Na komm. Und nochmal. Meine XP-Kügelchen fallen runter. So, dann gucken wir mal, ob hier irgendwas Tolles ist. Außer Kohle. Ah. Und hier sind wir auf eine bekannte Höhle gestoßen. Aber die Kohle nehmen wir trotzdem mit. Und jetzt gucken wir uns nochmal da unten um. Denn da könnte was Schönes sein. Zum Beispiel ein Diamant. Vielleicht auch zwei. Oder wenn es ganz toll ist, dann sind es auch mal drei. So. Eisen haben wir auf jeden Fall schon mal hier. Irgendwelche Ramschrohstoffe? Nee. Nehmen wir Kabel dafür, dass wir hinterher auch wieder hochkommen. Aha. Oh. Hat sich die Reise doch schon gelohnt. Da ist ein Smaragd in der Wand. Damit sind wir unserer Smaragdpyramide wieder ein Smaragd näher gekommen. Fehlen noch 1000. Geschätzt. So, hier unten schien auf jeden Fall schon mal Lava geflossen zu sein. Ja, da hinten ist hier. Ah, das ist. Aber hier waren wir auch schon. Na toll, jetzt haben wir uns so mühevoll hier runtergegraben. Und dann waren wir hier schon. Das ist doch doof. So, ich würde sagen, dann gehen wir auch erstmal wieder nach oben und stalken mal, was Newsy denn schon alles wieder fertiggestellt hat. Wir müssen ja immer mit der Nase live dabei hängen. Das ist ja unsere Pflicht. Aber erstmal müssen wir hier rauskommen. Das ist auch unsere Pflicht. Okay. Hier ist der Lavafall, den wir gerade noch von unten gesehen haben. Jetzt sehen wir ihn von oben. Und da gefällt mir eigentlich von unten schon fast besser. Gucken wir mal, dass wir uns hier irgendwie rausgraben können. Ah, ist das eine neue Höhle oder einfach nur dunkel? Einfach nur dunkel. Hier waren wir auch schon mal. Ja, ich glaube, viele unbekannte Orte gibt es hier nicht mehr. Hier waren wir gerade sogar schon mal. Oh, komm. Hätte nicht einfach explodieren können, dann wäre ich dich los. So. Jetzt muss man hier schon jumpen, um hier entlang zu kommen. Da lang, oder? Dann machen wir einen blöden Creeper hier platt. Sieht aber gut aus. Wo ist das hier dunkel? Wieso ist das hier drin so dunkel? Wahrscheinlich ein Grafikbug oder sowas sein. Ah, und Tages-Nachtlicht. Ja, die Gegend haben wir gut durchlöchert. Und es gibt immer noch genug von den neuen Rohstoffen, um daraus ganze Städte bauen zu können. So muss das doch sein. So, und hier oben bauen wir nachher den neuen Bahnhof. Das machen wir wieder so halb im Creative Mode. Also den Kommandoblock setzen, die ganze Redstone-Mechanik drumherum, die Schienen legen wir allerdings dann selber.
Wenigstens etwas Eigenleistung muss ja sein. Ja, und das Haus, das sieht doch mal richtig gut aus von dir. Man von hier so guckt, schickes Ding. So. Und dennoch. So. So, und ab hier würde ich dann sagen, schon mal zwei direkt. Höher wird's nicht, nein. So, und angekommen. So, da müssen wir auf beiden Seiten nur noch gucken, wie wir das richtig machen. Hier könnten wir erstmal ein paar Fackeln draufstellen. So. Und so. Oh, das nenne ich doch mal ein gut durchdachtes und geplantes Gebäude. Passt sich auch gut in die Landschaft an. Nur, dass so viele Monster drin sind, ist noch ein bisschen unschön. Ah, tut mir leid. Ja, macht ja nichts, kann passieren. Bist ja noch am Bauen, also. Ich hör's nur gerade, ein Schritt rein und irgendwie. Aber wir haben eh keine 30 Level mehr. Könntest du mal aufhören, auf mich zu schießen? Sehr nett. Wow. So ein Haus könntest du schon fast als Arena anbieten mit den drei Etagen. Gibt genug Ecken, um sich zu verstecken, zu verschanzen, genug Monster, wenn man die Fackeln rausnimmt. Vielleicht noch ein Also, Stock. Bitte? ist die jetzige Arena, was wir jetzt gerade am Bauen sind, Ja. oder ist gerade fertig worden ist, die ist ungefähr 30 mal so groß. 30 mal so groß. Oder die alte Arena, die war dreimal kleiner. Ja, jetzt freue ich mich ja auf einen Livestream der Arena 3. Wow. Ist eine Catch up the Flag. Na, da bin ich ja mal gespannt. Bin ich wirklich mal gespannt. Capture the Flag, nimmt ihr dafür Banner? Ja, die haben wir Okay. direkt aufs Dach gestellt. Ah. Klingt interessant. Bin auf jeden Fall gespannt drauf. Ich freue mich ja Gerade. darüber. Bitte. Ja, red du zuerst. Wir haben gerade beim letzten Stein ist das so aufgefallen. Ich bin ja immer dankbar, wenn ich mich nicht selbst um die Arenen kümmern muss. Das nimmt ja auch immer Zeit weg. Ich baue ja auch immer viel zu kompliziert mit viel zu vielen Kommandoblöcken. Aber trotzdem bin ich dankbar, wenn ich mich mal nicht drum kümmern muss. Ja, Kommandoblöcke haben wir leider keine, ne? Ja. Also, sobald der Server wieder stabil läuft, werde ich dir auf jeden Fall mal einen Server-Admin geben. Dann kannst du für alle dann. Also für die ganze Gruppe da die Kommandoblöcke mal setzen. Ich Ah, denke okay, danke. ja, du weißt, wie das geht. Ja, kein Problem. Bist ja doch ein zuverlässiger Spieler bei uns auf dem Server. So, und jetzt erzähl mir mal, wie ich die Druckplatten mache. Ah, Sensorschienen hat sich erledigt. Hab noch welche. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie wir das da oben hinkriegen. Sag mal, wo kommst du her, NPC? Bist du aus dem Knast hier ausgebrochen? Oh. Eine sehr aussagekräftige Antwort.
Er ist durch die Gitter geglitscht. Wie auch immer der Schweinehund das gemacht hat. So. Hier fährt die Minecart-Strecke entlang. Das eignet sich natürlich hervorragend für einen Bahnhof. Besser geht schon fast gar nicht. Ja, ich würde sagen, der Bahnhof kommt hier hoch. Denn hier müssten wir die Treppe sonst wegnehmen. Als neuestes, wir haben schon die nächste Arena in Planung. Habt schon die nächste Arena in Planung. Oh, schön. Ihr seid fleißiger als ich, wisst ihr das? Ihr macht mir Konkurrenz. Ja, diesmal haben wir ja genug Platz auf der Insel. Ja, klar. Die letzte war ziemlich klein. Die letzte Arena war ziemlich klein, ja, das Riesen-Pokémon-Dingens da, das war natürlich viel zu klein. Ein Knopf. Ich habe natürlich kein Holz dabei. Aber nein, geht nicht. Ah, die nächste wird höchstwahrscheinlich aus Eis bestehen. Schön, viel Spaß beim Farmen. Haben wir Eis? schon. Habt? Ich sag nichts mehr. Ihr seid noch wahnsinniger, als ich es bin, und das muss was heißen. Jetzt brauche ich einen Knopf. Ein Stück Holz brauche ich. Ein verdammtes, beschissenes Scheißstück Holz. Dafür darf ich jetzt laufen. Ja, die Versuchung war da, aber ich hab's gelassen. Wo kriege ich denn hier mal einen Baum? In der näheren Umgebung? Nirgendwo? Ja, ich könnte hier unseren Wald abreißen, aber der ist eigentlich so schön gewachsen, dieses Gebüsch, das will ich jetzt nicht kaputt machen. Naja, wir kommen ja hier aus der Stadt raus, da habe ich ja diese eine Lücke gelassen. Ja, hier müssen wir auch mal weiterbauen. Das ist ja mit Teil fürs nächste Jahr halt. Wenn wir hier um den Berg komplett rumbauen, dann wird das hier auch schön gemacht. Für da unten, da habe ich noch absolut keine Idee, was dort reinkommt, aber egal. Und dass wir hier mal dieses ganze Loch irgendwie bebauen. Hier unten, das kommt komplett weg, diese schwebende Insel, wo wir drauf gebaut haben, bis hier. Hier kommt eine schöne Burgmauer hin mit einem riesigen Tor. Das wird dann hier ins nächste Stadtviertel durchgehend sein. Und dazwischen kommen überall kleine Häuschen hin, große Häuschen, mittlere Häuschen, hausige Häuschen. Frag mich nicht, was hausige Häuschen sind. Machen wir das mal hier vernünftig. Wir haben mal Kabel dabei. So. Na, hier war doch irgendwo. Da war die Lücke. Eine Lücke im System. So. Das Problem auf dieser Strecke ist halt noch die Rückfahrt. Denn die Strecke geht ja weiter bis zum Berg und dann hört sie erstmal auf. Normalerweise müssten wir sie rundleiten und zurück zur Stadt schicken. Aber das wird wahrscheinlich irgendwann eh der Fall sein, deshalb müssen wir uns da jetzt nicht sonderlich was ausreißen. So, da muss natürlich hier, ja, Boost-Schiene hin. Passt. Und hier kommt jetzt der Kommandoblock drunter, der natürlich von hier